Moin Moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program. Mittlerweile gab es ein Update auf die 1.73. Da werde ich, glaube ich, mal ein separates Video zu machen, kurzen Überblick zu geben, was sich da geändert hat. Es sind vor allen Dingen Propeller und sowas hinzugekommen. Für uns jetzt nicht so wichtig. Ich bin nicht so der Flugzeugtyp, ich bin mehr der Raketentyp. Also so gravierend viel hat sich für uns zum Glück nicht geändert. Und bevor wir jetzt mit unserer Mission weitermachen und vom Minmus zur Raumstation zurückfliegen, um die Wissenschaftsdaten abzugeben, kann ich immer nur empfehlen, guckt ab und zu mal ins Missionszentrum rein, was es für neue Missionen gibt. Weil hier gibt es zum Beispiel Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin. Da kommen wir ja zufällig lang. Und zufällig ist sowas wie ein Crew Report nach Hause senden, auch wenn er sonst nichts gibt. Auch Wissenschaftsdaten. Das heißt, wir können hier ein paar Bonus-Kerbel-Dollar verdienen und sogar ein paar Wissenschaftspunkte und ein bisschen Reputation. Das lohnt sich also, das auf jeden Fall mitzunehmen. Und das nehme ich jetzt mal direkt mit an, damit wir das unterwegs machen können. Ansonsten sind wir noch auf unserer Minmus-Mission. Wir müssen nämlich noch erfolgreich zurückkehren. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und darum kümmern wir uns jetzt mal. Wir haben ja uns entschlossen, einen kleinen Haken zu schlagen, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert. Nämlich um an der Raumstation vorbeizufliegen, um dort unsere Wissenschaftsdaten abzugeben. So, da springen wir jetzt mal direkt rein. Wir hatten das Manöver durchgeführt als letzte Aktion und sind jetzt unterwegs. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, und damit ihr sowas auch sehen könnt, kann ich euch mal zeigen, wenn ihr hier rein scrollt und einen Doppelklick auf Kerbin macht, am besten auf irgendwas, wo kein anderer Marker ist, dann könnt ihr ihn fokussieren. Und wenn wir jetzt mal sehen, seht ihr, das hat nicht so richtig gut geklappt. Also hier haben wir 234 Kilometer Abstand. Hier haben wir 423 Kilometer Abstand. Wir gucken uns das jetzt mal an, was wir daran ändern können. Also, an dem Marker ist immer, hier ist das Ziel. Hier sind wir zu diesem Zeitpunkt. Hier ist das Ziel. Hier sind wir zu diesem Zeitpunkt. Was uns das sagt, ist, wir überschießen eigentlich. Das heißt, was ich jetzt tun würde, ich würde jetzt mal Prograde fliegen und versuchen, ein bisschen Gas zu geben, damit unser Orbit höher wird und wir wieder näher zueinander kommen, damit wir vielleicht einen Encounter hinbekommen, damit das tatsächlich auch klappt. Also ich gebe jetzt ganz wenig Gas und ihr seht, hier wird es ein bisschen besser. Und perfekt ist es leider noch nicht geworden. So, jetzt haben wir das Problem, dass das nicht so hinhaut, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Ich gehe jetzt mal wieder rückwärtig, um die ganze Geschichte hinzubekommen. Es ist aber am Ende, ist es einfach ein normales Encounter. Was wir jetzt versuchen können, ist natürlich, kriegen wir es über andere Möglichkeiten hin, die Sachen hier näher zueinander zu bringen. Und was da ab und zu eine ganz gute Idee sein kann, sind die Normal und Antinormal? Nee, das sind nicht Normal und Antinormal, das sind. Gott, oh Gott, oh Gott, wenn man sie nicht hat. Nicht Normal und Antinormal, es sind. Muss ich später nachgucken. Auf jeden Fall, die verschieben. Also, was die tun, ist, wenn ich in die eine Richtung gehe, ist es, verschiebe ich den Orbit nach hier rüber. In die andere Richtung verschiebe ich ihn nach hier rüber. Und damit können wir jetzt auch mal ein bisschen rumprobieren und gucken, ob wir in eine der beiden Richtungen, und wir müssen erstmal nur mit ganz wenig Schub anfangen, diese Zahl kleiner bekommen. Und da seht ihr auch schon, zack, hat sofort geklappt. War genau die richtige Entscheidung. Wir müssen jetzt sogar ein bisschen zurückgehen. Und jetzt habt ihr gesehen, ich hatte nur, also ihr habt wahrscheinlich nichts gesehen, weil ich hatte nur minimal Schub drin, dass das sofort sehr hart angesprochen hat. Und wenn ihr sowas habt, könnt ihr immer die Schubbegrenzung auch ganz, ganz weit runterziehen auf 1%, ein halber Prozent ist übrigens das Geringste, was geht. Und dann machen wir das in die Gegenrichtung nochmal, auch wieder mit ganz wenig Schub, um das auszugleichen. Jetzt seht ihr, jetzt ist es ein bisschen besser steuerbar. Und jetzt bringen wir die beiden zueinander auf eine gute Position. Und warum machen wir das heute in der Folge? Um das mit den Rendezvous nochmal ein bisschen zu vertiefen. Im Prinzip ist das Rendezvous, was wir hier fliegen, ist nichts anderes als das Rendezvous, wenn ihr euch mit einer Kapsel irgendwo trefft. Es ist halt einfach nur aus einem größeren Anflugpunkt. Ich möchte euch ein bisschen die Angst davon nehmen, dass solche Sachen irgendwie ein großes Problem darstellen oder eine riesen Herausforderung sind. Ich senke das jetzt noch ein bisschen ab, weil ich sehe hier, der blaue Streifen ist noch über dem grünen Streifen, also höher. Damit müssten wir noch ein bisschen näher rankommen. Ja, tun wir nicht. Okay, dann lassen wir es einfach so. 4 Kilometer ist super. Wichtiger Punkt, wenn ihr sowas macht, danach die Schubbegrenzung wieder
hochziehen auf 100%. Sonst wird es ein bisschen schwierig mit dem Bremsen. So, und ansonsten funktioniert das nämlich genauso, wie ihr das aus den anderen Rendezvous kennt. Das heißt, wir gehen jetzt, wir gucken noch einmal, hier ist alles super. Wir sind total gut unterwegs. Was wir jetzt noch tun können, ist, wir hatten ja gesagt, Weltraum umkörben. Da ist keine Eingrenzung, ob es nah oder fern sein soll. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Ah, wir haben gar keine, Antenne mit dran. Wo, wenn ich das richtig sehe, habe ich irgendwo eine Antenne verbaut gehabt? Doch, ich habe doch hier eine Antenne verbaut gehabt, genau. So, Antenne ausfahren. Wir können also jetzt eine Funkverbindung nach Körben herstellen. Und jetzt nehme ich meinen Crewbericht und sende ihn raus. Der gibt natürlich keine Wissenschaftspunkte. Der erledigt aber trotzdem unseren Auftrag für uns. Und damit haben wir den schon mal abgeschlossen und haben uns ein paar Zusatzkörbel-Dollar verdient und auch ein paar Wissenschaftspunkte und etwas Reputation. So, jetzt zeitraffern wir hier vorne hin und kümmern uns mal um das Rendezvous mit unserer Raumstation. Ihr seht, das dauert einen kurzen Moment. Natürlich, weil wir aus einem sehr hohen Orbit runtergefallen kommen. Da muss die Kapsel erstmal eine ganze Weile beschleunigen, bevor da was passiert. Und dann werden wir aber kurz vorher aus dem Zeitraffer geholt. Und was wir jetzt machen können, ist natürlich uns einstellen auf Ziel, also Ziel und Retrograd, weil wir dann die Geschwindigkeit nochmal angleichen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Unterschied zwischen uns und dem Ziel, also noch 98 Kilometer Entfernung. Ihr seht das immer ab 98, ab 100 Kilometer seht ihr dieses Kästchen. Wenn ihr drüber geht, dann auch die Entfernung. Und wenn das mal nicht da ist, mit F4, nur F4, nicht Alt F4, Shift F4, Steuerung F4, einfach nur F4, könnt ihr diese Overlays an- und ausschalten. Also wenn ihr sagt, oh, ich habe gar kein Kästchen, was ist denn los? Drückt mal F4, dann kommt das meistens. So, und wir warten jetzt und lassen uns hier rantragen an die ganze Geschichte. Wir haben nämlich noch ein bisschen Platz und müssen dann natürlich die 800 Meter pro Sekunde wegbremsen. Wir haben noch 1900 Meter pro Sekunde Delta V zur Verfügung. Das ist also mehr als ausreichend. Und jetzt ist es so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie lange. Wir können mal hier reingucken. Also wir haben ein Schubgewichtsverhältnis von 0,63. Das ist nicht besonders hoch. Das heißt, was ich jetzt mal mache, ich fange jetzt mal an zu bremsen. Und dann seht ihr schon, wie schnell diese Zahl hier sinkt. Und dann seht ihr auch jetzt schon, dass ich, glaube ich, zu spät angefangen habe zu bremsen. Selbst mit Schubbegrenzer komplett raus. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Wird das, glaube ich, ein bisschen knapp. Aber wir werden dann einfach das Annähern uns wieder gerade ziehen. Das kann passieren. Ihr könnt das über Manöver planen und einfach auch mal gucken, wie lange brauche ich denn eigentlich, um 800 Meter pro Sekunde zu brennen? Wie lang ist denn mein berechneter Burn? Hier werden wir jetzt ein bisschen dran vorbeischießen. Ich denke mal so auf 30 Kilometer Entfernung wieder. Ist relativ realistisch. Vielleicht wären es sogar 40. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir das dann im nächsten Orbit angleichen. Also ich hätte ein bisschen eher anfangen müssen zu brennen. Aber jetzt schießt die Orbitalstation natürlich an uns vorbei und wir haben noch 500 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied. Das gleicht sich jetzt nach und nach an, aber es dauert natürlich einfach einen kurzen Moment, weil unser Triebwerk so stark nicht ist. Das Schöne ist, je länger ihr brennt, umso niedriger wird diese Geschwindigkeit. Und dadurch steigt die Entfernung auch langsamer. Wie gesagt, ich denke, wir werden so irgendwo zwischen 30 und 40 Kilometer enden mit der ganzen Geschichte. Wenn ihr hier Schubgewichtverhältnisse von 2, 3 oder 4 habt, also nicht 0 Komma, dann könnt ihr relativ spät bremsen. Dann könnt ihr nämlich sehr, sehr schnell euer Raumschiff abbremsen. Wir haben hier auf Effizienz gebaut und nicht so sehr auf blanke Beschleunigungsgewalt. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Antenne kann ich, glaube ich, auch schon mal einziehen. Zack. Stört uns im Moment nämlich eigentlich nur. Und dann warten wir mal, dass wir die Geschwindigkeit angeglichen haben. Und das sieht gar nicht so schlimm aus. Das wären scheinbar nicht mal 30 Kilometer. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir unseren Orbit gleich noch ein bisschen höher lassen, weil wir bremsen uns ja gerade in den Orbit ein, weil die Raumstation ist jetzt hinter uns. Das heißt, wir warten jetzt einfach einen Moment lang und hier hätte sie uns aber schon überholt. Das heißt, wir gehen jetzt auf Umlaufbahn, machen die ein bisschen geringer und gucken mal, dass wir die Raumstation und uns zueinander bringen. Und ihr seht das, einfach indem ich retrograd brenne, bringe ich hier gerade die Schnittpunkte zueinander. Und an einem gewissen Punkt werden die sich treffen. Mal gucken, was besser funktioniert für uns. Wahrscheinlich der hier drüben.
44 Kilometer. Ich brenne ganz vorsichtig nur. Und wenn wir unter 10 Kilometer kommen, ist eigentlich alles super. Dann können wir den ausmachen. Und dann nehmen wir jetzt einfach noch den einen Orbit. Ich versuche mal mit ganz vorsichtigen Burns. Ah, ein Kilometer ist doch super. So, und dann können wir hierhin vorspulen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine Runde extra. Und in dieser Runde extra holt uns die Orbitalstation wieder ein. Wir holen sie wieder ein. Und wenn der Zeitraffer rausgeht, werden wir auf ungefähr einem Kilometer Entfernung sein, können dann also an die Raumstation ranbremsen und dort unsere Wissenschaftsergebnisse abliefern. Die Rendezvous, wie gesagt, sind eine Sache, die sollte man immer mal wieder üben. Einfach, ihr habt es ja jetzt auch gesehen, ich habe jetzt auch dran vorbeigeschossen, ein ganzes Stück. Weil eigentlich sind die nichts, wovor man Angst haben muss. Also ich muss für mich persönlich sagen, Rendezvous und Dockings sind zwei der Manöver, die ich sehr, sehr gerne fliege bei Kerbal Space Program. Weil sie eigentlich nicht kompliziert sind, wenn man sie mal verstanden hat. Und das ist halt eben genau dieser einfache Part, dass man sagen muss, wenn etwas hinter mir ist und ich will, dass es mich einholt, muss ich höher fliegen, also in größeren Orbit. Will ich etwas einholen, muss ich einen niedrigeren Orbit fliegen. So, und jetzt bremsen wir, also gleichen unsere Geschwindigkeit an. Das geht jetzt relativ flink mit diesen letzten paar Delta V. Und jetzt suchen wir uns den Target Marker, das ist hier dieser pinke, und fliegen einfach drauf zu. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie gut funktioniert es denn, könnt ihr euch hier dann immer angucken, was es mit eurem Rendezvous macht. Ich werde jetzt relativ stark beschleunigen, man kann das auch langsamer machen. Ich beschleunige deswegen stark, weil es wird bald dunkel und ich würde das gerne noch im Hellen durchexerziert bekommen. Deshalb gebe ich ein bisschen Gas. So. Und wir haben auch noch mehr als genug Treibstoff dafür. So, und dann kann man sich schon mal retrograd stellen und dann natürlich, bevor ihr da seid, wieder abbremsen. Der wichtige Part ist hier, immer rechtzeitig abzubremsen, damit ihr nicht mit eurem Triebwerksstrahl Vollgas die Station trefft. Ja, sonst passieren nämlich komische Sachen. Das wollen wir nicht. Und ihr seht, wir gehen jetzt ganz leicht dran vorbei. Das ist auch völlig okay. Dann trifft unser Triebwerksstrahl nicht die Station. Wir haben keinen Dockingport mit dabei. Das heißt, wir müssen mit dem Jetpack einmal rübergehen. Das ist auch okay. Das ist kein Problem. Und was wir jetzt machen, ist, wir sammeln jetzt all die Experimente ein. Das übernimmt der liebe Bob als Wissenschaftler, die wir gesammelt haben. Dass wir nehmen hier diese Daten und ich gucke mal, was da noch in den, noch irgendwas in den Experimenten drin ist, nur um sicher zu gehen. Falsche Seite. Damit wir nichts vergessen, was wir gesammelt haben. Und dann geben wir das einmal an der Raumstation ab und können dann diese Forschungsdaten im Labor verarbeiten. So, Daten sammeln. Jawohl. Okay, die sind schon leer soweit. Okay, das heißt, wir können jetzt rüber zur Raumstation, suchen uns eine Tür am Labor und da geht es jetzt hin. Mit Steuerung geht es nach unten, im Jetpack-Modus mit Shift geht es nach oben, WASD sind sonst die üblichen Tasten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr, viele schreiben mir, dass ihr große Probleme habt mit dem Kerbal, den kontrolliert zu halten. Achtet mal darauf, wie ich ihn fliege, mit ganz kurzen Schüben immer nur. Also ich tippe die Tasten wirklich nur an. Also versucht nie sowas hier zu tun, dann beginnt ihr euch. Das ist unkontrollierbar, wenn ihr mit langen Schüben arbeitet, sondern macht immer ganz kurze Schübe, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und dann haltet euch fest. Und was wir jetzt machen, ist hier einfach Experimente speichern. Jetzt haben wir unsere gesamten Daten einmal abgegeben und wir gehen in unser Raumschiff zurück. Dann können wir nämlich als nächstes das Labor befüllen und diese Wissenschaftsdaten verarbeiten. So. Einmal hier runter, wieder zur Tür. Und wie gesagt, arbeitet immer langsam und nur mit ganz kurzen Schüben. Dann habt ihr dieses ganze Problem, dass eure Kerbals die Kontrolle verlieren. Nicht so sehr. Oder dass ihr die Kontrolle über die Kerbals verliert. Nicht ganz so sehr. So, mit SZ kann man umschalten auf das andere Gerät. Und wenn wir jetzt hier reingehen und die Daten überprüfen, dann können wir gucken, ob wir diesen Schleim einspeichern können. Den können wir nicht einspeichern, leider. Den können wir aber einspeichern, die Oberflächenprobe von der Großebene, 750 Wissenschaftspunkte. Die Schleimbeobachtung vom Boden auch. Und auch die
den Temperaturscan und den Atmosphärendruck. Also unsere Landung hat jetzt hier ziemlich viel Daten reingebracht. Und guck mal, wir haben jetzt fast das Maximum an Daten zusammen. Wir haben jetzt 746 Datenpunkte gespeichert und 750 kann das Labor aufnehmen. Das heißt, jetzt mit diesen sehr hohen Wissenschaftspunkten und unseren überaus gut ausgebildeten Wissenschaftlern, dem Wilrad und dem Justen, haben wir 10 Forschungspunkte, die jeden Tag generiert werden. Und wir haben auch schon 204 Forschungspunkte gesammelt. Das heißt, wir können jetzt diese Wissenschaftspunkte übertragen. Und die werden jetzt per Antenne runtergefunkt nach Körben. Das dauert einen kurzen Moment und stehen uns dann zur Verfügung. Also wir haben jetzt 143 und machen jetzt einen Sprung um 200 Wissenschaftspunkte nach oben. Und das Schöne ist jetzt, ihr seht, 10 Punkte pro Tag, das degradet ganz langsam, weil diese Daten verarbeitet werden. Mit diesen Wissenschaftspunkten Overtime könnt ihr halt unheimlich viel Wissenschaft sammeln mit der Zeit. Und deshalb kann ich so ein Orbitallabor immer nur empfehlen und auch empfehlen, dass ihr nach den Missionen euch gegebenenfalls noch überlegt, eure Daten dort auch wirklich abzuliefern. So, das ist fertig und jetzt haben wir 348 Wissenschaftspunkte. Hervorragend. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg, das heißt, wir stellen hier wieder auf Umlaufbahn um, wir gehen retrograd. Dann immer einmal gucken, wenn ihr das macht, bevor ihr Gas gebt, ist da der Flugvektor frei. Das ist er. Ich gebe jetzt einmal einen kurzen Schub und mache aus, sobald ich an der Raumstation vorbeifliege, damit ich sie auf gar keinen Fall mit meinem Abgasstrahl treffe. Lass mich dann erstmal so ein bisschen coasten und jetzt können wir uns angucken, dass wir hier die Periapsis haben wir irgendwo bei 157 Metern. Wir können die jetzt ein bisschen runtersenken und zwar so ungefähr auf 35 Kilometer. Das ist ein ganz guter Eintrittswinkel und dann eigentlich abwarten, dass es losgeht. Ich habe jetzt haufenweise Überschusstreibstoff. Den kann man natürlich irgendwie benutzen, um noch zu bremsen oder ihr schmeißt dann halt einfach euer Gerät an irgendeinem Punkt weg. Wir werden jetzt in die Atmosphäre wieder eintreten. Mal gucken. Wüstenflugfeld ist ein bisschen in der Nähe. Was das macht, wir gehen jetzt erstmal in Zeitraffer, bis wir kurz vor der Atmosphäre sind. Dann werfe ich meinen Tank soweit ab, damit ich den nicht mehr, oder weil ich den nicht mehr brauche. Das ist jetzt der Fall. Wir können also jetzt einmal mit der Leertaste stagen und dann drehen wir uns retrograd wieder zurück, damit wir unseren Hitzeschild nach vorne haben. Und dann warten wir auf den Wiedereintritt. Das ist jetzt nachts tatsächlich mit den Flammen manchmal sogar ein bisschen spektakulärer als tagsüber. Und hier kommt, relativ knappe Nummer, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Hier kommt unser Service-Modul und verabschiedet sich von uns. Und wir treten jetzt wieder ein und jetzt gucken wir mal, ob unsere Landebüchse, die eigentlich nicht für sowas gedacht ist, das muss man auch ganz klar sagen, den Wiedereintritt überlebt, aber mit dem dicken Hitzeschild davor müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Die Landebüchse ist nämlich eigentlich dafür da, dass ihr irgendwie auf sowas wie Minmus, auf sowas wie die Moon landet. Das heißt, wenn ihr mit der Landebüchse arbeitet, achtet immer darauf, dass ihr auf jeden Fall ein Hitzeschild mit dabei habt. Die hält nicht so viel Hitze aus und auf jeden Fall einen großen Fallschirm benutzt, so wie hier oben, damit die sehr langsam runterkommt. Denn ihr habt ein großes Problem, was die Einschlagtoleranz und die Temperaturtoleranz dieses Teils angeht, weil es dafür nicht gedacht ist ursprünglich. Man kann es aber dafür benutzen und ich finde, seit es in der neuen Version diese Seitentaschen hier bekommen hat, die wir auch offen gelassen haben, während ihr wieder eintritt, bestimmt auch total gut. Seitdem ist das relativ praktikables Gerät. Und man kann da ganz gut was mit anfangen. So, wir können hier einmal umstellen, wie viel haben wir noch zum Boden. Da ist noch ganz gut Platz. Ich lasse ihn jetzt gerade, er wird eh noch langsamer durchsacken. Wenn ihr sowas mal macht, so 2.000, 3.000 Meter über dem Boden, solltet ihr langsam den Fallschirm rausholen. Oder, und deshalb immer die Oberflächengeschwindigkeit hier im Auge behalten. Es gibt Situationen, in denen eine Kapsel dann wieder schneller wird, wenn sie erstmal ihren ersten Abbremsmoment hat. Dann solltet ihr langsam gucken, dass ihr unbedingt den Fallschirm schon mal in diesen vordeployten Zustand bringt, damit er euch ein bisschen abbremst. Sonst habt ihr nämlich das Problem, dass ihr irgendwann den Fallschirm wieder rot bekommt, wenn die Kapsel zu oder das Gefährt an sich zu schnell wird und er euch dann nicht mehr sauber deployed werden kann. So, jetzt müssen wir mal schauen. Die Geschwindigkeit sieht nämlich gar nicht so gut aus. Wir sind ein bisschen zu schnell. Was wir jetzt machen können, ist quasi den Hitzeschild abwerfen, um das weiter zu reduzieren.
und hoffen, dass uns das langsamer macht. Und ihr seht, das hat uns richtig geholfen, nochmal was die Geschwindigkeit angeht. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass wir, bis wir an der Oberfläche angekommen sind, deutlich langsamer geworden sind, damit uns die Kapsel nicht explodiert. Das ist nämlich genau der Haken von dieser Landekapsel. Die ist da einfach ein bisschen gefährlich für solche Geschichten. Aber wir hoffen mal das Beste. Und weiß gar nicht, warum er heute so hin und her zappelt mit den Geschwindigkeiten. Eigentlich ist das sehr viel stabiler. Aber vielleicht haben sie in der 7.3er-Version jetzt tatsächlich Windsimulation eingebaut. Wir sind hart an der Grenze der Impact-Toleranz. Eieieiei. Aber es geht alles gut. Schwein gehabt. So, und damit ist nämlich unser Auftrag jetzt auch abgeschlossen. Wir sind wirklich zurück vom Minmus. Wir haben die gesamte Erkundung abgeschlossen. Das heißt, es gibt jetzt auch die Hauptmissionsbelohnung wieder. Und wir werden nochmal mit dem Meilenstein natürlich belohnt. Und jetzt bergen wir unser Raumfahrzeug und gucken uns mal an, was es als nächste Aufgabe zu bewältigen gibt in unserer Karriere. Ich habe auch ein paar Kommentare von euch bekommen, dass bei euch die Missionen anders sind. Das ist korrekt. Missionen sind durchaus unterschiedlich, weil das hängt von vielen Faktoren ab, was ihr schon erledigt habt, wie gut ihr das erledigt habt, wie eure Reputation aussieht, was ihr für Strategien hier gegebenenfalls gewählt habt. Das muss sich nicht zu 100% decken. Wenn da mal eine Mission bei euch fehlt oder ihr die nicht gemacht habt, ist das kein Weltuntergang. Viele von den Dingen kommen dann auch früher oder später so, wie ihr es hier im Tutorial seht. Also ihr müsst nicht die Karriere neu starten, nur weil ihr nicht den Auftrag bekommt, den Mondorbit zu machen, sondern direkt landen sollt. Ihr könnt trotzdem Mondorbit machen auf dem Weg dahin. Müsst ihr sogar. So, jetzt gucken wir hier mal rein, was bei uns so die Karriere sagt. Also, wir haben verschiedenste Dinge, aber hauptsächlich haben wir Docke mit zwei Raumfahrzeugen an oder um Minmus an. Also er möchte mich sehr gerne mal wieder mit Docking beschäftigen und sorge für ein Rendezvous zweier Raumfahrzeuge auf einer Umlaufbahn um Minmus. Das Spiel haben wir schon mal gespielt, deshalb würde ich jetzt mal gucken, ob wir das irgendwie mit irgendwas anderem kombinieren können. Vielleicht könnten wir das mit einer Bodenmission machen. Jetzt müssen wir mal die Forschungsdaten angucken. Und zwar wäre die Idee dahinter dann zu sagen, lasst uns doch das kombinieren mit dem kombinieren. Wollen wir das probieren, dass wir eine Apollo-artige Minmus-Mission durchführen? Dann haben wir nämlich beides mit drin. Und ich muss jetzt noch mal gucken, was wir da an Bauteilen noch brauchen. Den Hitzeschild haben wir offensichtlich schon. Antriebe könnten wir noch kaufen. Das sieht gut aus. Okay, lasst uns das machen. Lasst uns das wirklich machen. Ich gucke jetzt noch, was wir mit den Wissenschaftspunkten anfangen. Also, was auf jeden Fall nicht schadet, ist, ihr könnt euch die großen Triebwerke hier kaufen. Mit denen könnt ihr deutlich größere Raketen wirklich konzipieren. Und die auch sinnvoll irgendwo hinbringen. Dann kann es Sinn machen, sich die Treibstofftanks zu holen. Es kann aber auch Sinn machen, zu sagen, sich lieber die kleinen Präzisionsantriebe zu holen. Das ist so ein bisschen. Boah, da gibt es keine so richtig echte Antwort. Das sind so Vorlieben-Sachen. Ich überlege gerade, wie wir weitermachen. Wir hätten noch den Wetteranalysator, der nutzt uns hier nichts. Den kleinen Koppler, da haben wir auch noch nichts von. Ich heb die Punkte mal noch auf. Vielleicht brauchen wir sie ja für irgendwas anderes. Okay, also wir bauen uns jetzt ein Landemodul, mit dem wir hoffentlich auf Minmus mal arbeiten können, wie das die Apollo-Mission gemacht hat. Und wir werden auch mit drei Kerbals dann uns auf den Weg machen, um diesmal unsere Bodenexperimente ein bisschen professioneller aufzustellen. So, wie bauen wir das Ganze? Das Ganze sieht so aus, dass wir auf jeden Fall sagen, jawohl, wir kriegen hier unsere Kapsel dazu. Und damit wir mit der Kapsel, oh, jetzt muss ich mal gucken, haben wir schon die normalen Docking-Ports? Jawohl, die haben wir. Also damit wir die Kapsel und nachher das Landegerät verheiraten können, brauchen wir natürlich einen Docking-Port. Der kommt also oben drauf. Das heißt für uns dann aber auch, dass die Fallschirme seitlich ran müssen. Ich nehme gerne von denen hier eigentlich drei mit. Das ist ein bisschen eine Geschmackssache.
Ich bleibe aber bei 3. So, dann könnt ihr mal gucken, wie ihr die platziert. So ist das für mich, glaube ich, ganz okay, dass wir damit arbeiten können. Und auf keinen Fall vergessen, ihr braucht unbedingt ein Hitzeschild drunter. Und das ist dann schon mal der erste Schlag dafür. So, Minmus Capollo nennen wir das Ganze mal. Wir wollen das Ganze dann mit einem Decoupler versehen, natürlich, damit wir uns auch wieder davon trennen können. Nachher. Und jetzt müssen wir mal gucken, welche Kategorie Raumschiff wir nehmen. Ich glaube, das passt von der Größe ganz gut. Man könnte auch mit so Dienstmodulen arbeiten. Ich habe das 2,5 Meter große allerdings noch nicht. Deshalb werden wir das in dem Falle jetzt nicht tun. Und als Triebwerk kann man jetzt auch wieder diskutieren. Es gibt zwei Ansätze, die ihr gehen könnt. Und die Ansätze sind entweder Pudel oder, wo ist er? Terrier. Also wir bewegen uns definitiv im Hundebereich. Und wie ihr das entscheiden könnt, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Stellt das hier auf Vakuum um und dann baut ihr einmal den Pudel ran. Dann kriegt ihr eine Delta-V-Anzeige. Das sind 3693. So. Und dann kommt die Alternative Terrier. Das sind 4015. Es gibt jetzt eigentlich nur einen Grund, den ihr sagen könntet, warum ihr sagt, ja, dann ich will doch lieber den Pudel nehmen. Der Pudel hat natürlich eine höhere Thrust-Weight-Ratio. Also wenn wir jetzt hier mal gucken, das ist 0,27. Damit kann man fliegen, damit kann man auch brennen und irgendwo hinkommen. Aber wenn ihr den Pudel nehmt, habt ihr natürlich eine ganz andere Zahl, nämlich 1,05. Das heißt, das kann eine Entscheidung sein. Ich werde jetzt tatsächlich das behalten aus Optikgründen, weil ich das mag, bei so Apollo-artigen Sachen relativ große Triebwerke zu haben. Es gibt auch noch andere Triebwerke, die dafür relativ gut geeignet sind. Der wichtige Punkt ist, dass ihr hier hinten guckt. Ja, der Gepard könnte tatsächlich was sein. Wir können es ihn gleich nochmal angucken. Nussschale. Der wichtige Punkt, nach dem ihr sucht, ist Triebwerks-ISP, also Effizienz, ist der spezifische Impuls relativ hoch. Das heißt, wir können nochmal gucken, ob das hier vielleicht eine Alternative ist. Also wir haben hier 3693 Delta V und jetzt nehmen wir mal das andere Triebwerk dazu. 3900 bei 0,54 und ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Und jetzt seht ihr aber, das sieht, also ich verändere hier die Optik einfach mal ab vom Gepard. Achtung, der Gepard, meine ich, ist aus dem DLC für Making History. Ihr habt es ja gesehen, mit dem Pudel könnt ihr einwandfrei fliegen. Ich nehme jetzt den Gepard, weil das der ganzen Raumfähre am nächsten kommt. Aber wie gesagt, mit dem Pudel könnt ihr das auch machen. So, jetzt sieht das aber so ein bisschen blank nach hinten aus. Es gibt auch verschiedene Adapter unter den Strukturteilen. Der Adapter 02 von Rocco Max zum Beispiel schließt hier hinten das Ding ganz gut ab. Und guck mal, dann sieht das doch schon ein bisschen anders aus, wenn wir das Triebwerk so anbauen. Dann finde ich, haben wir doch eine ganz gute Grundlage, mit der wir hier schon mal fliegen können. Bei der Stromerzeugung ist jetzt die Frage, wie wir es machen wollen. Würde man ganz, ganz, ganz echt Apollo-mäßig fliegen wollen, bräuchte man Fuel Cells. Die gibt es später auch. Wir haben jetzt aber nur in Anführungsstrichen die Solarmodule. Und da ist immer die Frage, was will man damit anstellen? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal zwei Module mit, die folgendermaßen aussehen. Ihr könnt das immer auch ausklappen und euch angucken. Unterschied hier, diese Module könnt ihr wieder einklappen unterwegs. Diese Module könnt ihr nicht unterwegs einklappen. Und ich glaube, wir nehmen uns einfach zwei von denen. Das sieht relativ schick aus. Alternativ gibt es eben genau diese Module noch. Die sind eins, also eine Reihe breit und sechs Stück. Und hier sind es halt drei Reihen breit und dafür nur zwei in die Breite. Blick jetzt gerade, was besser aussieht. Ich glaube, fast das längliche gefällt mir optisch besser. Stromerzeugungsmäßig, auch hier wieder mit Rechtsklick, 1,6 pro Sekunde. 1,6 pro Sekunde. Es ist eine reine optische Geschmackssache und vielleicht ein bisschen Platz, wie ihr das machen wollt. Okay? Also lasst euch da nicht irgendwie von ärgern. So. Damit wir später auch docken können, macht es jetzt natürlich Sinn, darüber nachzudenken, solche Steuerungsblöcke mitzunehmen. Hier möchte ich euch mal einen Unterschied zwischen zwei Dingen zeigen, die potenziell Sinn machen können. Und zwar haben wir hier die Monopropellant-Steuerungsdüsen. Die arbeiten mit Monopropellant aus der Kapsel. Ich würde es dabei belassen auch. Ihr könnt aber auch mit den Schwarek-Triebwerken arbeiten. Die funktionieren wie RCS.
Arbeiten aber mit dem Treibstoff aus eurem normalen Tank. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich komme mit dem Monopropellant nicht klar. Ihr könnt aber auch einfach mehr Monopropellant mitnehmen in diesen kleinen Kapseln. Ich persönlich baue es jetzt so, dass ich sage, jawohl, mir reicht es aus, wenn ich die Düsen hier habe. Es wurde angemerkt, ich sage es jetzt mal dazu, es wurde angemerkt, dass man die Düsen in den Masseschwerpunkt setzt, damit das Ding nicht so rotiert. Ja und nein. Meine persönliche Meinung dazu ist, erstens, die Düsen, wenn man sie eigentlich für die Drehung haben will, das würde mal bei RSS euch später auffallen, wollt ihr sie nicht im Schwerpunkt haben, denn ihr wollt um den Schwerpunkt herum drehen können. Das heißt, ihr würdet eher sowas bauen, zum Beispiel. Ich baue es jetzt so, weil unser SRS hält uns gerade und, ganz wichtiger Punkt, ich schalte Gierung, Neigung und Rollwinkel aus. Ich möchte nur die Docking-Steuerung auf den Dingern haben. Dann verbrauche ich auch nicht den ganzen RCS-Treibstoff durchs Drehen, weil ich habe hier ja das Reaction Wheel drin, also das Reaktionsrad, was automatisch in der Kapsel mit dabei ist, was mich um meine Achse drehen lässt. So kann ich das insgesamt alles ganz nett steuern. So, und jetzt fahren wir die Solarmodule mal ein. Und damit haben wir unser Raumschiff, den Orbiter, schon mal fertig. Da kann man jetzt noch eine schöne Antenne ranbauen. Ist wieder inhaltlich eine Geschmackssache, wie man es macht. Wir sollten auf jeden Fall was haben mit einer höheren Reichweite. Und da empfiehlt sich, die Hochleistungsantenne zu nehmen. Wir können jetzt aber mal zum Abschluss, bevor wir in der nächsten Folge dieses Raumschiff weiterbauen, nochmal gucken, ob wir in Reichweite unserer Punkte eine schöne Antenne noch hätten. Das sieht aber nicht mehr so aus, glaube ich. Doch, hier hätten wir noch das Kommutron. Das würde ich jetzt tatsächlich mal kaufen. Hier ist auch noch ein anderes Bodenexperiment, aber das ist für uns nicht ganz so wichtig, weil es keine Atmosphäre auf Minmus gibt. Ich mag die Antenne nämlich sehr und die hat auch eine schöne hohe Reichweite und ein schönes Profil, um damit zu arbeiten. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich persönlich baue die gerne hinter der Seite, also wenn hier die Tür ist, baue ich sie sehr gerne auf dieser Seite an, weil sie da nicht stört, wenn ich aussteige. Und die Antenne ist nämlich sonst sehr flach angeschmiegt an unser Raumschiff, kann hier dann aber ausgeklappt werden zu einer richtig schönen, guten Antenne mit sehr viel Reichweite. Wenn wir hier mal gucken, 2 Gigameter und hier haben wir 5 Millionen Meter. Das ist auf jeden Fall ein guter Unterschied. Soweit erstmal zum Raumschiff. Ich denke, ihr seht, wohin die Reise geht optisch. Und den nächsten Part machen wir dann in der nächsten Folge und die gucken wir uns dann demnächst an. Bis hierhin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.